Wir kommen jetzt aber noch mal zum nächsten Programmpunkt, weil es ist ja ein bisschen langweilig, wenn du hier so da sitzt. Und nee, du zockst mich jetzt ab in einem Quiz, oder? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Jetzt hast du mir die Überleitung geklaut. Nee, ich wollte es schneller machen, weil du kriegst schon Zeichen. Echt? Nee, nein, nein. So, jetzt gibt's Fake News. Schlimm. Und sowas arbeitet beim MDR, glaub ich's denn. Ey, Junge, Fake News und MDR passt nicht zusammen. Okay. Wir arbeiten gut. Das lassen wir so im Raum stehen. Wir machen jetzt einen Quiz, die Redaktion hat sich da was überlegt und da gebe ich einfach an Salma ab. Ja, wie Stefan mich mal schon angedeutet hat, haben wir ein musikalisches Studiospiel vorbereitet. Und das heißt, wart mal, das Lied kenne ich doch, das ist doch von Lehm. Genau. Das Spiel funktioniert so. Ihr beide werdet gleich ein Lied, beziehungsweise insgesamt 4 Lieder hören. Ja. Und eure Aufgabe, ach genau, die Lieder, das muss ich kurz noch erwähnen, die Lieder, das sind alles Coversongs. Wir wollen ja keinen Ärger bekommen. Und eure Aufgabe ist es, den Titel und den Interpreten des Liedes auf euren Zettel zu schreiben. Ich muss die Zettel kurz vorholen. Ja, natürlich. Okay. Und ihr könnt dabei maximal 2 Punkte gewinnen. Und ich würde sagen, Spiel verstanden? Ja. Also ich habe es jetzt so verstanden, ich höre jetzt eine Coverversion. Ja. Aber ich soll rausfinden, von wem das Original ist und soll dann den Interpreten oder Titel aufschreiben. Wenn ich beides aufschreibe, kriege ich 2 Punkte. Genau. Okay. Die ersten beiden Lieder laufen normal. Dann wird es ein bisschen tricky. Es werden noch ein paar Effekte reingespielt, damit das noch ein bisschen schwerer wird. Super. Gut, dann würde ich sagen... Wie machst du um die Wette? Wetteinsatz? Ja. Oh. Da überlegen wir was. Okay. Gut, dann geht's in die erste Runde. Wenn ich gewinne, lädst du mich ein. Weil du bist ja schon hier. Du darfst ja gerne mal bei mir morgens mitmachen. Ab um 3.30 Uhr im Sender dann. Ja, da bin ich ja noch wach. Ja. Das ist ja, was passt ja. Gut, fangen wir an. Erste Runde, bitteschön. Ich habe absolut keine Ahnung. Normalerweise wird auch gesungen. 0 Punkte. Das ist jetzt gar keine Idee. Gar keine Idee? Nee. Absolut nicht. Nein. Okay, dann müssen wir weitermachen. Das sollte Uptown Funk sein von Bruno Mars und Mark. Was? Interessant. Kein Problem, wir haben ja noch 3 Lieder. Okay. Damit geht's dann in die zweite Runde. Bitteschön. Ich sehe, ihr habt diesmal was aufgeschrieben. Ja, ich überlege noch den Interpreten. Scheiße, man sieht meine Handschrift nachher, wenn man das hier sieht. Oh, das ist nicht schlimm. Ja. Also ich habe beides. Ja. Gut, der Gast darf beginnen. Tut mir leid. Wir sind ist okay. White Stripes, Seven Nation Army. White Stripes, genau. Ich habe nur korrekt, 7. Damit 2 Punkte an Stefan. I'm gonna fight it all. Das war nur der. Achso, okay. Ah, das die Auflösung. Ja. Richtig. Jetzt geht's zu Runde 3. Bitte. Ihr braucht da gar nicht lachen in der Regie, weil wir hier ahnungslos sind. Wirklich Frechheit, das ist. Kann ich das nochmal hören? Also geht das, Regie? Nee. Wieder keine Idee. Nein. Keine absolut Idee. Was habt ihr denn da rausgesucht? Das kennt doch keiner. Rückwärts ist schwer. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob man... Naja, gut, das war Every Breath You Take von Police. Aber von so einem Chor. Oh, naja. Also ich kenne einen Menschen, der das rausgekriegt hätte. Das ist wahrscheinlich Sting. Ja, kann sein. Boah, ich hab einen Lacher gekriegt, geil.
Selten halt bei den Gästen bei mir. Das ist jetzt deine letzte Chance, ja, irgendwie noch einen Gleichstand hinzubekommen. Okay. Wir spielen jetzt das letzte Lied und das wird mit doppeltem Speed abgespielt. Super. Bitteschön. Mann, ich kenne das. Ich, ja. Wollen wir noch mal rein? Ja, ja, bitte. Noch mal bitte. Tim schreibt? Ja, ja, ich schreibe. Nee, keine Ahnung. Ich schreibe noch zu Ende. Das waren also Alvin und die Chipmunks. Auf LSD. Definitiv. Ich bin der Meinung, das waren die Red Hot Chili Peppers mit Californication. Das ist richtig. Ja! Yeah. Gleichstand. Geil. Gekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. In dem Fall kann ich jetzt euch beiden gratulieren. Oh, das ist der beste Punktestand, den man eigentlich ein Freundschaftsspiel macht. So ist das. Cool. Super. Gratulation. Dankeschön. Dann danke, dass ihr mitgespielt habt. Ja, wir müssen ja. Das stimmt. Wir müssen ja die Sendung füllen. Das war, warte mal, das Lied kenne ich doch, das ist doch von dem. Moderationstalent. Ja. Nur talentierte Menschen bei uns. Ist so. Tim, ich muss dich leider ganz kurz unterbrechen, denn ich habe von der Regie bekommen, dass ich mein Mathe-Abitur zu Recht nicht bestanden habe. Ach so. Du hast einen Punkt mehr ergattert in dem Studiospiel, denn du hast Seven Nation Army richtig aufgeschrieben als Interpreten. Stimmt. Ja. Und gehst damit mit 3 Punkten als Gewinner raus. Also herzlichen Glückwunsch. Ja. Fühle ich mich wie so ein des Doping überführter Sportler, da habe ich gar nichts gemacht. Hat sich jetzt erledigt mit der Freundschaft, merkt schon. Verdammt. In diese Richtung ging es und in diese Richtung geht es auch für euch. Denn da müsst ihr draufklicken, um die ganze Sendung zu sehen. Da könnt ihr ein anderes Video sehen. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren. Abonnieren. So, Tim, das reicht mal für heute, ne? Oh. Also komm raus. Und wir rollen weg. Tschüss. Hier ist ein Kabel, das geht nicht.